Ja, willkommen zurück zum dritten Teil. Zum Abschluss möchte ich noch zwei Themen aufgreifen. Das eine ist das schon angesprochene Union. Wir haben das beim Struct Union Body schon ganz kurz gehört. Und danach möchte ich noch zu den Bitfeldern kommen, einer weiteren Anwendungsmöglichkeit von Struct. Union ist die Vereinigung unterschiedlicher Daten, im Prinzip genauso aufgebaut wie ein Struct, mit einem gravierenden Unterschied, dass alle Elemente auf der gleichen Adresse gespeichert werden. Das macht auf den ersten Blick vielleicht keinen Sinn, dass ich innerhalb einer Datenstruktur alle Mitglieder auf der gleichen Adresse speichere. In der Praxis kann ich dadurch allerdings eine Typkonvertierung vornehmen. Das heißt, wenn zwei unterschiedliche Datentypen im gleichen Speicherbereich liegen, kann ich natürlich auf Bit-Ebene auf diese Daten zugreifen. Ich kann mir Speicheroptimierung als Anwendungsfall vorstellen, wenn zwei Typen sich ausschließen, zum Beispiel eine Integer-Variable oder eine Gleitkomma-Variable. Da muss ich nicht zwei Strukturelemente verwenden, sondern kann den Speicher alternierend verwenden. Und zu guter Letzt kann ich die Vererbung nachbilden, also so etwas wie Klassen einführen, die dann unterschiedliche Eigenschaften aufweisen können. Union erschweren die Lesbarkeit von Programmen und sollten deswegen nur in Ausnahmefällen verwendet werden. In meiner alten Firma war die Verwendung beispielsweise untersagt, ausgenommen begründete Ausnahmen. Also wirklich nur einer dieser Anwendungsfälle, dass ich eine Typkonvertierung vornehmen möchte oder dass wirklich speicherbedingt hier Einsparungen erforderlich waren. Ich habe ein Beispiel für ein Union. Das hier gezeigte Union enthält ein Element Float und ein Array vom Typ Character mit den entsprechenden Werten. Und ich kann jetzt hier eine Initialisierung vornehmen. Achtung, vor C99 war es nur möglich, das erste Element eines Unions zu initialisieren. Das heißt, bei der Initialisierung in den geschweiften Klammern konnte immer nur das erste Element des Unions stehen. Und das ist bei uns jetzt das Float. Das heißt, hier wird mit 0.0f initialisiert. Das bedeutet konkret, dass der Speicher von der Variable Number wie folgt aufgebaut ist. Es steht an der Startadresse dieser Variable, jetzt hier fiktiv eben mit der Adresse 1000, also 1000 Hex. Angenommen, die Startadresse, dort stehen in den ersten 4 Bytes eben die Werte von Float und auf den gleichen Adressen eben die entsprechenden Array-Mitglieder. Also unser Values-Index 0 startet bei der gleichen Adresse, eben dieser 1000 Hex, wie unser Float-Member, und wir können über das Array jetzt auf die einzelnen Bytes dieser Float-Variable zugreifen. Das kommt zum Beispiel in der Laufzeitbibliothek zum Einsatz, wenn unterschieden wird, ob eine Float-Zahl positiv-negativ ist. Wir greifen quasi auf das MSB auf diese Art und Weise zu, oder wir prüfen, ob eine Zahl unendlich ist oder not a number. Das können wir natürlich auf Bit-Ebene sehr einfach feststellen oder auswerten des Exponenten. Da können wir auch eben auf die Elemente einer Float-Variable zugreifen. Das ist jetzt ein Anwendungsfall, eben der Anwendungsfall der Typkonvertierung. Ich habe noch ein zweites Beispiel, das geht ein bisschen in die Richtung der Vererbung. Und zwar können Sie sich vorstellen, wenn Literale im C-Compiler gespeichert werden, also beim Übersetzen eines C-Programms müssen Literale gespeichert werden, dann ist ein Literal eben entweder eine ganze Zahl, eine Gleitkommazahl oder ein String. Und natürlich kann ein Literal immer nur eines dieser drei Varianten sein. Dann kann ich als Speicher ein Union verwenden. Das heißt, jetzt hier geschachtelt innerhalb einer Struktur gebe ich erst den Typ an. Mein Typ ist eben einer von Int, Float oder String. Und im eigentlichen Speicherelement verwende ich das Union. Das ist entweder ein Int, ein Float oder ein String Value. Und unten ist mal die Initialisierung gezeigt, die eben ab C99 möglich ist. Also ein Symbol wird angelegt, das ist jetzt hier vom Typ String. Und im Union wird jetzt nur das String Value belegt.
So, und zum letzten Anwendungsfall von Strukturen. Wir können in Strukturen Bitfelder anlegen. Ich möchte das relativ kurz hier abhandeln. Im Buch finden Sie, wie Bitfelder in C innerhalb von Strukturen angelegt werden. Ich kann also die Bitgröße eines Integer-Mitglieds der Struktur mit Hilfe eines Doppelpunkts angeben und die Anzahl der Bits spezifizieren. Leider ist das wieder compilerabhängig, deswegen hier mein Warnhinweis. Die Bitfelder in C sind compilerabhängig, da sie die Portierung auf andere Systeme erschweren, sollten sie in der Regel nicht verwendet werden. Nun, was heißt compilerabhängig? Der ISO C-Standard definiert nicht, wie mit Bitfeldern in der Praxis umgegangen wird. Habe ich zum Beispiel 32 Bit als Bitfeld angelegt innerhalb einer Struktur, wird es dann in einer Variable, in einem aneinander folgenden Block mit 32 Bit abgespeichert, oder, was der C-Standard auch erlaubt, wird für jedes Bit-Element in der Struktur eine eigene Variable angelegt. Hier könnten wieder Padding-Bits zum Einsatz kommen. Das heißt, eine Struktur mit 32 Bits könnte durchaus auch 32 mal 32 oder sogar 32 mal 64 Bits groß sein, wenn wir das auf einem 64-Bit-System anlegen. Nachdem, wenn wir mit Hardware kommunizieren, natürlich exakt auf Bit-Ebene kommunizieren müssen, muss sichergestellt sein, dass unser Bitfeld auch den Bits in der Hardware entspricht. Und dafür verweise ich auf das, was wir in unserem Bitset-Beispiel schon gemacht haben. Wir können natürlich uns mit Hilfe von Defines oder mit Hilfe von Enums einzelne Bitwertigkeiten definieren und dann über Zeiger auf einen Int diese Bitwertigkeiten abfragen oder im Notfall eben auch Zeiger auf Long, wenn wir mit 64-Bit-Feldern arbeiten. Das funktioniert plattformunabhängig gleich. Das heißt, da kommen wir nicht in die Schwierigkeiten, die wir möglicherweise mit Bitfeldern hätten, wo dann Padding-Bits oder Alignment-Probleme auftreten können. Ja, soweit zu den Datenstrukturen und den entsprechenden Verwandten, dem Union und den Bitfeldern in C. Wir starten in der nächsten Vorlesung mit dem Thema Zeiger. Das wird wieder ein etwas größerer Block. Allerdings haben wir natürlich schon sehr viel jetzt vorweggenommen, dadurch, dass wir die Strings als Zeiger bereits kennengelernt haben. Wenn Sie Fragen haben, gerne im Forum. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Vorlesung. Vielen Dank.